Und mein letztes Video habe ich gezeigt, wie wir zum Bauch schlagen. Okay, dass wir den Bauch drehen, den Fuß drehen. Aber es gibt auch verschiedene Varianten. Und sofort haben die zu mir gesagt, nein, den Jab ist gedacht zum Testen und der hintere Schlag ist der stärkste Schlag. Das ist richtig bei Boxen, aber was ich unterrichte, heißt Jeet Kune Do. Und wir bringen nach vorne unsere stärkste Seite. Ich bin Rechtshänder, dann bringe ich meine stärkste Seite nach vorne, weil Bruce Lee hat einen großen Einfluss von Western Boxing und vom Fechten, sogenannte Schwerthand. Und die linke Seite ist gedacht zum Schützen. Okay, the way of intercepting fist. Wenn er sich bewegt, wie ein Schwert kann ich ihn stoppen. Das gleiche machen wir mit den Händen. Das ist der Unterschied. Jeet Kune Do ist gedacht für die Straße, für Selbstverteidigung. Und ich teste nichts zum Bau. Wenn ich was testen muss, teste ich hier. Okay, und weiß ganz genau, dass hier kommen die Schläge, kommen die Tritte zum Bau. Teste ich gar nichts. Wenn ich zum Bauch teste und der mit den Beinen treten kann, vielleicht kriege ich einen Gesicht. Und jeden Schlag von Jeet Kune Do ist gedacht, um den Angreifer zu verletzen. Ich kann aus der Position den Vorderfuß leicht drehen, den Faust drehen, damit ich mehr Abstand habe von seinem Schlag. Kann ich auch, wenn ich ein bisschen weit weg bin, kann ich einen Lead-Step machen. Mein Meister nennt das Gummibandbewegung. Der hintere Fuß bleibt stehen, bewegt sich nur der vordere Fuß. Ich gehe leicht runter mit dem Körper. Bam, okay. Aber diesen Schlag ist gedacht, um den Gegner zu verletzen. Ich teste gar nichts. Wenn ich zum, oder kann ich einfach einen Squat machen, sogenannten Duck, und in den Solarplexus schlagen, aber kann ich auch unten in die Genitale schlagen, okay? Das ist der Unterschied und die Schläge, die wir machen, sind gedacht, um unsere Angreifer zu verletzen, nicht zu spielen. Ich schlage nur, wenn das nötig ist und wenn ich schlage, ist, weil ich will, die Punkte treffe, wo ich meinen Gegner verletzen kann.